Franziska Furter, eine Schweizerin. Junge Schweizerin. Wir haben ja wirklich sehr tolle, gute Beiträge der aktuellen Schweizer Generation. Franziska Furter lebt in Berlin und hat sich für Art in the City mit einem, sag ich mal, mit einer Ikone des häuslichen Lebens beschäftigt, mit diesen Soundmobiles, wie wir sie auf vielen Balkonen hier im Mittelland und in der Stadt Zürich finden, die dann so klingeln. Diese klingelnden Röhren. Ja, diese klingelnden Röhren sind Röhren. Das hat auch was leicht Esoterisches, aber poetisch, man kann es sagen. Sie hat das in ganz groß nachgebaut und an den Eisenbahnviadukt bei der Josefstraße gehängt. Und das wird klingen? Das klingt. Das war auch das Problem. Wir haben noch andere Stellen geprüft, aber keine Bewilligung erhalten, weil die Schweizer sich vor dem Lärm, in Anführungsschlusszeichen, gefürchtet haben.